Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Was? So, wir wollten hier, glaube ich, ein bisschen aufräumen, mal den Nachbarn Hallo sagen, ein bisschen Land einnehmen, erobern, eine Mauer ziehen, damit ja keine Mexikaner rüberkommen. Also, wir machen jetzt hier mal auf Donald Trump. Nur zumindest so. Außerdem ist hier ein Schlüsselkupferfeld. Oh, das wäre so ein Grüner dabei. Können wir den uns mal angucken in Ruhe? Ja, wenn wir die anderen ausgelöscht haben, können wir uns den mal in Ruhe angucken. Bams. So. Gucken wir mal. Ein kolossaler Beißer. Immerhin 3000 HP. Explosion und physischen Schaden hält da ein bisschen was aus. So. Die ist natürlich schon mal eine klitzekleine Nummer böser als das, was wir bisher so hier hatten. Ich habe schon Panik vor kolossalen Würmern. Falls wir die sogar schon hatten und die es nicht hinkriege. Alles unsere Mutation hier. Unsere gute Umweltverschmutzung. Die sie einfach mal ganz schamlos nutzen und gegen uns verwenden. Aua, aua, aua. Die kleinen Fiesen da haben so... Ich glaube, es waren meine Raketen mal wieder, die mehr Schaden gemacht haben als die da. Ah, ist hier auch noch irgendwo ein Spawner? Nö. Spawner, 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 Spawner. Ja, hier sind wir Spawner. Ich bin im Bau und gut, da sind wieder ein paar Kolossale bei. Oh, Tatsache, hier, da ist was Neues. Was bist du denn? Ein kolossaler Speier. Pfui Spinne. So, der ist auch tot. Irgendwas Rotes haben wir da hinten übersehen, sehe ich gerade auf der Karte. Hallo? Ist hier noch irgendjemand? Da ist noch... Ah, da versteckt er sich. Da versteckt er sich. Und unser... Autsch. Achso, unser Schild ist voll. Ich wollte gerade sagen, wieso. Moment, halt. So, und hier muss auch noch irgendwo mehr sein. Da oben. Die haben wir auch. Guti. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier lebt doch auch noch irgendwer. Na, wer lebt denn hier noch? Wo bist du wieder? Wo versteckst du dich? Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Oh, drei sogar. So. Schönen guten Tag, ich bin die Nerdschwester und jetzt haben wir hier so euch erstmal ordentlich was in den Po. Das rockt, beziehungsweise das Rocket. Ja, schön beieinander, schön beieinander. Das ist weniger Raketen bräuchte, um euch zu erledigen. Hey, warte mal, da hinten ist ja noch einer. Oh, alles tot. Nein, da sind immer noch mehr. Achso, ihr wann. Der doch. So. Okay, so. Wer unserer fröhlichen Befreiungstour, die Befreiungsfront von, keine Ahnung, wie man diese Planeten hier nennt oder wie, ob der überhaupt einen Namen irgendwie hat. Ja, so, wir kommen auf jeden Fall dem Eisending da etwas näher. Hier müssen wir noch befreien, also das hier auf jeden Fall noch. Und dann müssen wir das hier noch und dann können wir hier so langsam irgendwie anfangen. Und mit der neuen Produktionsstätte planen, für die wir dann natürlich auch noch ganz viele Maschinen brauchen. Die wir zu Hause vielleicht mal herstellen sollten einfach. Ach du heiliges Blechle. So, wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Alles klar.
muss hier mal kurz so ein bisschen Platz machen. Das hier wird sozusagen die zukünftige Mauer. Hey, lass mich. Moment, kurz Konzentration. Oh, da sind einige Grüne. Jetzt gibt es auch von den kleinen Zecken hier schon Grüne. Meine Fresse. Ganz viel Grün ist hier unterwegs. Ich bin jetzt kein großer Freund von den Grünen hier. Wir müssen erstmal die Spawner so ein bisschen dezimieren. Also so eine Nuke hätte jetzt vielleicht doch mal ganz gut was. Alter, wie viele sind das? Schönen guten Tag. Dann wollen wir mal gucken, wie schnell wir die wegkriegen. Moment mal, wie viel brauchen wir? Okay, 5000 jeweils und dafür brauchen wir ganz schön viel Uran. Alter, dass die hier einzufrieden wird, ja echt mal übel. So, aber dicker Wurm, weg. Und Spawn übersehen, weg. Das ist auch gar nicht so einfach, hier noch zu sehen, welcher Spawn steht noch, welcher ist schon. Aua! Meine eigene Rakete war das. Das war meine eigene Rakete wieder. Boah, Alter. Vor allem das Ding muss weg, weil sonst haben wir echt ein Problem. Wenn das hier eine Mauer ziehen, die Geschütze würden das nie im Leben down kriegen. So schnell können wir die gar nicht aufbauen, wie die uns da überrennen. Ach, jetzt kommen sie schon wieder. Ja, und das bringt auch schon mal alles gar nichts mehr. Wie viel haben wir noch? Ha, das sind unsere letzten. Ja, wir befreien das mal. Ich glaube, wir müssen noch ganz gewaltig aufrüsten. Hey, der Witzka. Und vor allem, wir brauchen ja hier oben dann auch direkt für Strom und Energie und ich versuche wenigstens mal die Spawner hier zu dezimieren noch. Das? Dann haben wir das kleine Eisenfeld sogar auch noch befreit, theoretisch. Oh. Rumpapa, rumpapa, wie viele haben wir denn noch da? Ein paar sind's noch. Aber nur noch 44 Raketen, also für das kleine Ding könnte es noch reichen. Dann sind wir aber schon out of Rockets und müssen uns erstmal wieder aufrüsten. Ah, oh, das hat gesessen. Na komm, mein kleiner Freund. Boah.
Ja, ich glaube, wir brauchen etwas stärkere Munition. Ich glaube, da müssen wir echt mit Uran schießen. Also zumindest wir und unsere Verteidigungsanlagen höchstwahrscheinlich zukünftig auch. Alter Verwalter. Hossa die Waldfee. Okay, wir können den Kugelschaden natürlich jetzt noch hier exorbitant... Oh, Schadensbonus 40%, das könnte vielleicht schon ein bisschen was bringen. Ja. Wir haben hier mal kurz Platz gemacht. Jetzt holen wir uns dieses kleine Ding da oben noch. Würde ich sagen, und dann sind unsere Raketen auch schon erledigt, leer und aus vorbei. Also dafür reicht es hoffentlich noch. Ein kurzer Blick. Achso. Da sind sie schon aus vorbei. Na, stirb, du auch. So, da sollte ich jetzt nicht zu nah dran, denn dann werde ich sterben. Lalalala. Wir brauchen mehr Mumpeln. Tralala. Oh Gott. Ey, der verfolgt uns. Der will wissen, wo wir wohnen. Da schickt er seine Bruder. So, das macht der nicht. Ey, Bruder. Das wissen wir zu verhindern. Aber, ja, also es ist ein schönes Areal, was inzwischen befriedet haben. Theoretisch könnte man hier, auch hier könnten wir eigentlich zwischen den Solaranlage bauen. Weil was hier so angreift, wird wahrscheinlich eher nach dort gehen erstmal. Und nach dort. Das heißt, anders soll nach hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 würden hier noch zwischenpassen, wie es aussieht. Hey, warte mal. Ha! Jump und drin. Dam dam da 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 da. Das nenne ich Timing. Der Zug ist heute echt mal richtig pünktlich. Das finde ich super. Und jetzt können wir gucken. Eieiei, das wird jetzt hier mal. Okay. Gleich wird's böse, gleich wird's böse, gleich wird's böse. Fuck! Ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Spiel laden. Lalalalalalalala. Mal gucken, wo wir laden. Wie viel haben wir noch? Okay. Nein! Nein! Ich gehe hier oben erstmal auseinander. Genau. Ich hab's ja immer gesagt, irgendwann wird uns der Zug killen. Und ich bin natürlich in die falsche Richtung gesprungen, weil ich keinen Bock hatte, wieder hochzulaufen. Dann befrieden. Ah, das ist erstmal das hier. Aua. Ach, Manu. Ich hab's immer vorher gesagt. Stirb, du kleine Ratte. So. Naja, da können wir zumindest schon mal in die andere Richtung da gucken. Wir wissen jetzt schon mal, was uns da unten so groß erwartet. Hier die 1 Million Würmchen kurz weg. Jo, hier ist auch nochmal richtig was los. Ja, kurz mal so zwischen. Dezimiert. Okay, so. Die Würmer sind natürlich jetzt gerade echt fies für uns. Ja, zack, zack, zack. Da auch noch. Hui. Okay. Gucken, wie viel haben wir jetzt noch dabei? Das sind die letzten 10. Das sind schon wieder die letzten 10. Eieieiei. So, wir nehmen den Pain Train einfach mal mit und schießen fröhlich vor uns hin. Und laufen lieber, statt zu faul sind, und den Zug nehmen. Das war ja mal echt ein Schuss in den Ofen. Hey Jungs, könnt ihr mal mithelfen?
So, zack, komm her. Ah, ja, los. Ah, okay. Dann gehen wir mal wieder back to Heimat, rüsten uns wieder richtig hoch, laufen. Oh ne, der Zug ist gerade noch da. Ich könnte also doch wieder mit dem Zug zurückfahren. Und nochmal in die falsche Richtung aussteigen. Stecke einfach in den letzten ein. dann ist es keine so große Wahrscheinlichkeit. Ja, am besten einfach dann beim Aussteigen nicht bewegen. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Let's Play 1. Zack. Und speichere einfach nochmal drüber. Trinke in der Zeit, wie ich warte, dass das Ding losfährt. Was? Da, worauf wartest du eigentlich? 120 Sekunden vergangen sind. Du müsstest doch eigentlich relativ... Du bist voll! Wahrscheinlich kriegen sie den sogar echt schneller voll. So. Schlimmer wird's, wenn der Zug jetzt auch noch mit Raketentreibstoff oder so betrieben werden würde. Würde noch mehr Tod bedeuten. Und jetzt gucken wir. Ha! Nicht bewegen wäre das Richtige gewesen. So, wir wollen... Kupfer fehlt. Kupfermangel, Mangel. Wie sieht's hier eigentlich inzwischen wieder mit Raketen aus? Ja. Kollege. Ich glaube, du bräuchtest mal... Boah, da kommt schon wieder. Wie sieht es hier aus? Auch nichts. Ja, Chips fehlen. Es ist Kupfer durch und durch, das fehlt. Gucken wir mal auf die Energie. Also die Energie dürfte kein großes Problem im Moment sein. Wie viel können wir... Können wir vielleicht oben ein paar klauen? Oder da unten? Je nachdem, wo ist schon richtig. Okay, hier sind gar keine. Du bist gar nicht mit... Doch, du bist mit angeschlossen. Weil ja auch hier keine Roten ankommen. Weil hier sehr wenig ankommt. Ich gehe mal runter. Deswegen geht auch die Forschung anscheinend nicht so wirklich weiter. Und mobs hier mal uns ein paar. Von allem. Ein paar von allem. So... Erstmal, ich brauche so einen. Wie sieht sie bei dir eigentlich aus? 88%, bald geht's wieder los. Danke, danke. Bald geht's wieder los, das wird grandios. Und hier will ich halt auch mehr haben, aber erstmal muss ich jetzt erstmal meine Raketen, dass die ein bisschen mehr kommen. Komm gesagt. Da brauche ich vielleicht sogar zwei. Bams. Und du kriegst auch ein paar Module. Aber der richtig fiesen Art. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wo wird Sprengstoff hergestellt? Hier. Halt. Ist aber auch nicht unbedingt genug. Ist auch nicht unbedingt genug. Kohle ist genug da, Schwefel ist genug da. So. Dann brauchen wir hier im Zweifel gleich noch mehr von. Okay, dafür haben wir jetzt schon mal wieder 400 Raketen dabei. Oh, ein Baumaterial mit geringer Dichte sogar. Das ist interessant. Das können wir mal behalten. Was wir jetzt machen müssen, das widerstrebt mir echt schon fast. Zack, zack. Zack, zack. Lalala. Die ersten werden die letzten sein. Juhu, nee, also komm, wir müssen jetzt hier echt ein bisschen pimpen. Pimp mal Kupfer. Und dafür brauche ich jetzt auch noch mehr von denen. Und das wird halt das, was übel ist. So, her damit. Na komm, einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. Oder?
Okay, der macht auch nicht wirklich viel Unterschied. Der macht nicht viel Unterschied. Dann machen wir es anders. So. Okay. Was mache ich jetzt hier? Was hat das für einen Sinn? Ganz einfach. Damit die ersten Reihen hier etwas schneller werden. Und nach müssen wir wahrscheinlich hier alles an Kupfer hochprügeln. Das Problem wird sein, irgendwann ist die Kupferversorgung nicht mehr gewährleistet. Also die Erzversorgung. Ich weiß auch schon, wie ich das vielleicht mit der neuen Base auch noch ausbalancen kann. Das läuft ja schon mal. Wir brauchen auf jeden Fall haufenweise Öfen schon mal drüben. Das ist schon mal mies. Wir müssen Eisen herstellen. Wir müssen Kupfer herstellen. Stahlträger, was fehlt mir? Ziegelsteine. Eisen herstellen, Kupfer herstellen und das dann alles umbauen. Das wird so schön, das wird so toll. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Ich hoffe, ihr freut euch zumindest. Und du bist auch schon wieder leer. Okay. Du hast noch ein bisschen. Du bist aber inzwischen leer. So, 1, 2. Mal hier den angefangenen raus damit. Okay. Wie viel haben wir dann davon? 10 Stück? 20 Stück? 1, 2, 3, 4. Dann da auch noch 20 Stück von. Ja, komm, gibt her. Warum ist da eigentlich ein rotes Fließband drin? Das weiß auch wieder kein Mensch. Das hier weiß auch kein Mensch, warum das da drin ist. Ja, sollst du mal da drin bleiben. Das ist mir jetzt relativ. Okay. Wegen runter inzwischen müsste ja die Rakete so ansatzweise wieder bereut sein. Wo habe ich denn dieses eine Ding, was mir im Weg ist? Was ist es denn? Hä? Ach da. %96. Ihr müsstet schneller sein! Stahl? Wie kann hier Stahl fehlen? Wie? $400 ab jetzt. Es ist auch genug Logistiker unterwegs. Also frei. Das ist doch mal fies hier. So, ich will die Rakete noch hochjagen. 96%. Einen Satelliten haben wir noch. Hier unten haben wir schon Vorbereitungen für den nächsten getroffen. Puh. Ja, ja. Cheap. Okay, da fliegen sie schon reparieren. Warum sie auch Cheap gemacht haben, weiß ich nicht. Das ist doch ein Fehler, oder? Ach, jetzt ist es weg. Gut. Wollte schon sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ist da noch falsch. Wie sieht es jetzt inzwischen aus? Viel zu wenig Kupfer. Viel. Oh mein Gott, ist das wenig. Das ist zumindest halbwegs gefüllt. Wie die Förderbänder sind dann einfach nur leer. Dabei kommt ja alle 2 Sekunden schon was raus. Na gut. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Nein, Zug, du fährst mich nicht tot. Bevor du los hast, bin ich weg. Wie viele Raketen haben wir? Ja. Nehmen wir mit. Viel ist es auch nicht. Wir haben hier so ein bisschen was. Da haben wir so ein bisschen was. Förderbänder. Ich glaube, das möchte ich, wenn ich da neu aufbaue, möchte ich da, glaube ich, ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon mal Logistiker. Und Stack Logistikroboter in der Tasche wäre ganz gut. Verbraucht leider noch mehr Chips.
So, und jetzt theoretisch. Wie viel war das jetzt nochmal für Undersoil? Bräuchte ich da oben im Moment auch noch nicht. Stahl. Stahl habe ich nicht genug. So, hiervon noch so ein paar machen. Für die Abdeckung. Davon noch ein paar machen. Jetzt habe ich nämlich schon keinen Stahl mehr. Das muss ich gleich noch holen. Denn ich möchte da oben ganz gerne mal mit Logistikern arbeiten. Dass wir da vielleicht keine Förderbänder benutzen, sondern alles über Logistikroboter abregeln. Wird mal eine interessante Herausforderung. Ist mal was Neues. Für mich jetzt zumindest. Wird auch X ein bisschen was an Strom fressen, glaube ich. Nein, da will ich dran. So, das sollte reichen. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar passive Anbieter. Anforderungskisten, das haben wir dann auch. Und keine Ahnung, wie viel. 1, 2 Roboports mit muss, wenn nicht sogar alle 3. Da gehen mir dann die roten Chips aus. Beim Runtergehen werde ich dann einfach nochmal so ein paar in die Tasche stoppen. Okay, da kriege ich schon mehr Kupfer. Dankeschön, danke, danke, danke. Naja, her damit. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Alles klar. So. Ja, grün auch noch. Darf ich erstmal hier ein paar rote Chips klauen? Das sollte mir jetzt reichen. Nein, jetzt lass mich Ruhe. Ich will jetzt nicht. Das könnte man jedenfalls auch mitnehmen. Alles klar. Wir rennen mal rüber. Das wird jetzt halt interessant. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt alles freigeknüppelt. Weil da ist ja doch noch einiges. So viel habe ich aber hier nicht mehr. Von dieser Folge wird es schon mal gar nicht mehr. Mit unseren kleinen Andersholz hier. Wie gesagt, da werden wir noch mehr von aufbauen müssen. Also das, was wir jetzt an Fläche haben, noch 4-mal, müsste vielleicht unsere Fabriken auch in Zukunft noch bewerkstelligen können. Vermutlich aber auch nicht. Ja, du fährst nicht, weil du nicht leer bist. Auch da hätte ich mit größeren Lager. Also das, der zweite Bahnhof, den wir gebaut haben, ist der bessere. Einfach und definitiv. Ich gehe mal auf diese hier. Damit wir schon mal die Einzelfiecher ein bisschen bekämpfen können. Ja, und wie wir uns da oben in die Schlacht reinstürzen. Natürlich wieder in der Nacht. Sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt.